Oh, natürlich reichen die Blätter nicht. Die sind ihm wahrscheinlich zu schwer. Oh nee, so viele Blätter kann ich nicht tragen, nein. Die sind mir zu schwer. So, hier noch eine Busch. Kriegen wir sicherlich ein paar für hier das einmal auch umholzen. Guck mal, dann hast du Blätter. Dann hast du deine Blätter. So, einmal. Ist das dein Ernst? Mir fehlt ein Blatt. Das eine Blatt fehlt. Wir können wegen diesem einen Blatt nicht schlafen. Ja? Das müsst ihr verstehen. Nee, da fehlt ein Blatt. Das geht nicht. So kann ich nicht schlafen. Da schlafe ich unruhig. Das, nein. Das ist unmöglich. Was ein Lauch, Alter. Ach, Stocker kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Egal. Ich glaube, wir können auch nur von jedem Gegenstand nur eine bestimmte Anzahl mitnehmen. Stimmt das? Ich denke mal, ne? So, jetzt aber. Einmal bitte pinnen. Danke sehr. Ups, und da zerfällt auch schon das ganze Teil. Wie gesagt, ist ja so ein Einmalbett quasi. Ich muss mal kurz mein Mikro hier ein bisschen... So. Ein bisschen fair und stellen. Und dann hacken wir mal weiter Holz. Damit das Teil nochmal fertig wird. So. Habe ich da gerade Ureinwohner gehört? Ich hoffe, ich habe mich verhört. Vorhin, Alter, was hat der eigentlich für einen Arm, der Typ, Alter? Ich kann ja, guck dir das mal an. Der haut mit einer Hand, in der anderen Hand Feuerzeug und in der anderen einfach mit, haut einfach mal so einen fetten Baum innerhalb von nicht mal eine Minute um. Der Typ ist krass, Alter. Ich kann das Licht ja eigentlich auch mal ausmachen, ne? Das ist so ein bisschen unnötig am Tag. Jetzt macht er mit zwei. Hacken wir dann eigentlich schneller, wenn er jetzt mit zwei hackt? Hacken wir dann schneller? Das kommt mir gerade ein bisschen so vor, ne? So. Baum fällt! Wusch, Batsch. Gleichzeitig noch ein Reh erschlagen. Ich höre da doch die ganze Zeit was. Oder ist er das, der da rumstöhnt? Ich glaube, er stöhnt da die ganze Zeit rum, ne? Weil ich höre die ganze Zeit immer so ein... Ich denke mal, das sind Ureinwohner, die uns hier gleich penetrieren wollen. So. Wenn ich mich nicht irre, sollte das jetzt sogar schon reichen. Wenn ich mich nicht irre, habe ich gesagt. Guck mal, die Fläche, die geht ja relativ schnell. Das sollte... Ja, das reicht, denke ich. Ich glaube, das reicht. Dann bauen wir gleich nochmal hier... Wende direkt an. Jetzt lass doch nicht immer die Sachen fallen. Mann. Du alter Kackvogel. So. Ich habe ja auch mal überlegt, ob ich dann ja jetzt in Zukunft, wo das Ganze mit dem PC klappt, ob ich dann auch mal so ja, kleine Indie-Horror-Games einfach mal zocke. So Einteiler. Wisst ihr, so ganz kurze, kostenlose Horror-Games. Also wenn ihr vielleicht irgendwelche guten kennt, also wirklich gute, die vielleicht auch richtig geil sind, die ganz kurz gehen, aber richtig geil, dann könnt ihr mir ruhig mal in die Kommentare schreiben, wie die Dinger denn heißen. Und dann kann ich das ja mal, ja, kann ich das ja mal spielen. Ich hätte auch extrem Bock zu, weil das eigentlich auch ein super Projekt wäre, dass man einfach mal so zwischendurch machen kann, wenn du gerade nichts mehr parat hast. Sag mal, wenn ich hier, ja, andere Aufnahmen, andere Projekte gerade nicht mehr zur Verfügung habe und nicht die Zeit habe, groß was aufzunehmen, da kann man sich mal eben kurz hinsetzen und dann mal eben hier, zack. Es kommt euch zugute und mir zugute. Es ist ein Geben und Nehmen. So. Ich will immer drei Baumstämme mitnehmen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann ja nur zwei. Aber wie stark der Typ eigentlich sein muss, ne? Also der hackt einen Baum mit einer Hand um. Der kann zwei Balken tragen und dabei noch rennen wie ein Athlet. Ja, geil. Fertig, Alter. Super. Cool. So, pass mal auf. Dann lege ich das hier mal ganz kurz ab. Drücke B. B. B drücke ich. Ach, das macht er ja automatisch, ne? Ach, das ist ja cool. Das ist ja geil. So. Warte mal, ich muss ja...
Eingänge und alles, das muss ich ja selber machen, ne? Warte mal, einmal C. Genau, jetzt ist diese eine Wand. Kommt man hier denn durch? Ja, hier kommt man durch. Jetzt muss ich hier, warte mal, ganz kurz gucken. Eingänge, ich bräuchte Eingänge, hier. Ja. Wie macht man das denn? Oh, ich sehe diese Blueprints einfach nicht, ne? So, warte mal. Jetzt sind die einigermaßen parallel, aber der knüpft sich da nicht so ganz ran, ne? Hm. Verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz, wie das gehen soll. Der hakelt sich da so ganz komisch ran, aber nicht wirklich gerade. Weißt du was, vielleicht sollte ich erst einmal... Ich leg das erstmal weg. So, vielleicht mache ich erstmal so ein paar Fenster rein, ne? Hier schön auf dem Meer, so ein schöner Meeresblick. Einmal, guck mal, hier einmal ein Fenster. Ja. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich das. Warte mal. Ah, kacke. Jetzt habe ich das da ja weggemacht, ne? Ah, doof. Du kannst das hier direkt so wechseln. Jetzt hat er da eine Tür. Warte mal. Jetzt ist das... Fenster. Tür. So. Fenster. Ach, so geht das. Ah, toll. Jetzt habe ich da ja total einen Fehler gemacht. Fenster. Hier auch nochmal ein Fenster. So. Na, vielleicht kann man da ja wieder irgendwas anfügen. Ich weiß es nicht. Doch, warte mal, klar. Klar geht das. Warte mal. Ich muss ja nur wieder das Dingens rausholen. Hier die Wände. Warte mal ganz kurz. Ich sagte B. Danke. War das das hier? Waren das die Wände? Wand. Ja, warte, ich mach das nochmal kurz neu. So. So. Einmal C. Einmal, einmal, doch, hier einmal C. Einmal C. Einmal C. Einmal C. Einmal ein hohes C. Einmal ein tiefes C. Ach, guck mal, den Baumstamm kriegen wir sogar wieder. Ey, ganz kurz mal eben. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich drück mal eben kurz auf Pause und bin gleich sofort wieder da. Ich muss mal ganz kurz was machen. So, und da bin ich auch schon wieder. So, wir waren gerade dabei gewesen. Warte mal. Wir waren gerade dabei gewesen, nochmal die Wände zu bauen. Also, das hat er jetzt. Warte, einmal E. Gut. Und jetzt. Jetzt hat er die ja nur... Jetzt hat er... Ach, das sind die falschen. Das sind so eine... Ach, das sind so eine Einzelwände, oder wie jetzt? Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber mit Ö. Verwirrt. Da, das sind die. Das sind diese riesigen Dinge, alles klar. Ja, ich muss erstmal nochmal ein bisschen reinkommen, ne? Gut, pass mal auf, hier kommt dann eine Tür hin, oder wollen wir hier die Tür haben? Ich mach die mal, ich weiß gar nicht, hier in die Mitte? Oder doch hier, oder hier? Hier so ein Ausgang? Wäre auch ganz nett, ne? Hier könnte man ja noch... Ja, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Kann man da so Stufen hochbauen? Wenn man da Stufen hochbauen machen... Stufen hochbauen machen kann, genau. Stufen hochbauen kann, dann wäre das da eigentlich ja ganz cool. Ich sehe die Blueprints schon wieder nicht. Die siehst du wirklich gar nicht, ne? Ne, jetzt habe ich das irgendwie hier komisch hingesetzt. Ich, nein. Warte mal, ne. Nein. Gut, pass mal auf, dann lassen wir das mal lieber. Dann, warte mal, dann tue ich das Buch hier mal wieder weg. Dann bauen wir nämlich ganz normal die Tür. Ich baue die einfach hier hin. Kommt man hier hoch? Geht das?
Ich glaube, hier kommt man wesentlich besser hoch, ne? Hier ist zwar auch so eine blöde Kante, aber das geht, glaube ich. Dann kommt hier die Türen. So, pass mal auf. Einmal eine Tür, das ist eine normale und das ist so eine abgeschlossene Tür. Ich glaube, ich mache so eine mit Schloss. Nee. Ich mache eine ganz normale, glaube ich, erstmal. Ich mache erstmal eine ganz normale. So, pass mal auf. Hier dann wieder die Fenster. So, Fenster. Fenster. Nein, da wollte ich nicht rauf. Und hier vielleicht auch noch so. Hier ist eine, hier wäre ganz cool. Warte mal, hier auch nochmal. Fenster. So, das ist doch ganz geil, oder nicht? Doch, doch, das ist geil. So, ich glaube, das wird ganz schick. Ich glaube, das wird ganz geil. So, Baumstämme. Hat mir jetzt oben noch welche liegen gehabt? Ja, ne? Unser Typ... Oh, wir sollten unbedingt mal was essen. Warte mal. So gerade mir noch so ein paar Snickers. Ansonsten baue ich mir gleich mal ein Lagerfeuer. Oder ich mache das jetzt mal eben kurz. Sonst kriegen wir hier überhaupt nichts geschissen, wenn er jetzt die ganze Zeit hier am Rumbulken ist. So, einmal B, einmal Lagerfeuer. Ich mache aber direkt mal so ein richtig schönes hier, ne? So, hier so. Da, ja, das ist geil, das ist geil. So, haben wir denn alle Ressourcen dafür? Ja, fast. Okay, uns fehlen noch 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2 Steine und, warte, ich sehe es gerade nicht, und 6 Blätter. 6 Blätter, 2 Steine, kriege ich hin. Hier sind die 2 Steine. Ach, guck mal, da sind, da sind ja Spinnen drunter. What the fuck? Warum? Weshalb? Apropos Spinnen. Sollte nicht mal in The Forest, sollten dann nicht mal tatsächlich sogar irgendwelche anderen Tierchen mal hinzugefügt werden? So, also irgendwelche, also jetzt keine kannibalenartigen Tiere, sondern wirklich irgendwie... Das war er, ne? Also eben halt Tiere. Tiere, gefährliche Tiere. Das wäre ja echt mal geil. Weil ich glaube, Krokodile gibt es inzwischen schon. Kann das sein? Ich meinte, die gibt es inzwischen schon. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Betont auf Glaube. So riesige Spinnen, das würde ja auch eigentlich echt ins Setting passen, oder nicht? Eigentlich ja schon. So. Ja, sauber. Guck mal, hier direkt mal anzünden. Das kann man doch... Da klettert schon wieder direkt eine Spinne raus, okay. Guck mal, das ist wieder das ist ein schickes Plätzchen dafür. Guck mal, hier kannst du eigentlich sogar noch schöne Bank hinstellen. Wobei am geilsten wäre es ja echt so, so Bänke im Kreis und in der Mitte so ein großes Feuer. Ne? Hatte ich noch, warte mal. Tatsächlich. Ich baue mir nämlich ganz kurz hier mal einen Speer. Weil du damit einfach besser jagen kannst. Weil, die ganzen Lurche, die kriegst du mit der Axt einfach nicht. Deswegen. Lurch? Essen kommen! Ricola! Oder was essen Lurche eigentlich gerne? Insekten, ne? Insektula! Kein Lurch. Ich glaube, die mögen mich nicht. Ich will ihnen doch nur meine Liebe geben. Lurch? Lurch? Lurch! Lurch! Ja! Ich und mein Freund, der Lurch! Wo ist der? Lurch? Lurch! 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 Lurch? Lurch! Ja! Ich bin nämlich gar nicht dein Freund. Ich gebe dir auch keine Liebe, aber ich werde dir trotzdem liebevoll die Haut abziehen. So! Den Kopf lasse ich mal liegen. Den brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. So, pass mal auf. Das hier, Rüstung. Das hier wird gebraten, Alter. Knallhart. Jetzt gibt's Essen. So. Das sieht cool aus, ne? Wie das hier alles so, wie das Licht hier direkt gegen die Felsen knallt. Das sieht, ist schon cool irgendwie. So, warte mal. Genau, wir wollen Lurch braten. Doch mal ein bisschen anfeuern hier. Los, Lurch, los! Das war das Anfeuern. Ich glaube, so lange dauert das auch gar nicht, ne? Weil noch ist die Ausdauer ja echt gut, deswegen ich lasse den erstmal braten und wenn wir das dann mal brauchen, dann schnappen wir uns das, ne? So, wir holen jetzt erstmal nochmal ein paar Baumstämme, damit wir die Wände...
damit wir die Wände nochmal fertig bekommen. Oh, Heuertacker. Hä? Ach, der... Ich dachte, der läuft. Der rutscht hier einfach nur den Berg runter. Der ist auch runtergerutscht. Cool. Na, Arsch auf. Ja, lauf mal direkt ins Feuer. Das ist eine gute Idee. Ja, 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 lauf da rein, lauf da rein. Oder bleib da. Das sieht ein bisschen aus, als ob er jetzt graben würde, ne? Ja, es ist traurig. Aber das sind die Regeln der Natur, beziehungsweise des Programms. So, pass mal auf, da können wir direkt ein... Ja, komm, den essen wir mal. Mmh, oh, mmh, lecker Lurch. So, es hat sich ja... Ich finde es ja witzig, wie sich das ja echt so eingegliedert hat, ne? Eigentlich sind es ja Echsen. Es sind ja einfach nur... Oder Lizards. Echsen. Ich glaube, Echsen, ich habe keine Ahnung. Oder Barane? Nee, Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, wir haben den Speer gerade abgelegt. Huch. Und nur weil Gronkh sie Lurche genannt hat, sagen alle Lurche. Also ich wette, fast jeder sagt Lurch. Da sagt keiner Echse oder so. Die spawnen die Baumstämme eigentlich. Das würde ich auch mal gerne wissen. Ich hoffe nicht. Ich finde es ja auch echt cool irgendwie, wie ich mich so schnell an die Tastatur bedient habe. Gewöhnt habe. Also vorher, bevor ich den PC hatte, ich konnte überhaupt nicht auf PC spielen. Inzwischen geht das echt. Ich weiß, wo E ist, also ich krieg das teilweise schon hin, ohne hinzugucken. Gut, wenn ich jetzt auf B drücken muss, dann muss ich nochmal hingucken, aber ich glaube, das lerne ich dann auch noch in den nächsten paar Wochen bestimmt. Es hat sich recht schnell eingegliedert, das geht eigentlich.